So, wieder zurück. Nochmal ein Schlückchen vorglühen. Hallo liebe Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Ember Moon am Ember Montag mit Tomaniac. Und ja, wenn ich das richtig gesehen habe, geht es zunächst richtig heiß zur Sache. Wir stehen ja mit einem Fuß in dieser Versuchsmine und da setzen wir das Spiel jetzt mal fort. Und ich bin echt gespannt, was uns hier erwartet. Und ich glaube, es wird nichts Gutes sein. Je nachdem, wie wir hier durch die Kämpfe kommen, habe ich mir aber was überlegt. Ah, nee, falsch. Das hat sogar geklappt. Dann speichere das nochmal kurz ab. Wenn die Kämpfe schaffbar sind, dann ist mein Plan hier wirklich, jede Gegnergruppe, die hier rumläuft, auszumerzen. Denn nur so kriege ich XP, nur so kriege ich die nötigen Spruchlernpunkte, die Tomaniac noch braucht, um den Verdoppeln-Gegenstand, den Verdoppeln-Zauber zu können. Und das wird wahrscheinlich einiges einfacher machen. Da müssen wir nämlich mal so austesten, was lässt sich denn alles verdoppeln. Sodass wir hier unsere Party ein bisschen schlagkräftiger machen können. Okay, hier sieht es ja erstmal noch harmlos aus. Schauen wir uns ja mal um, würde ich sagen. Das muss nichts heißen. Hey, da liegt was. Kann man das greifen? Tomaniac untersucht Ferrins alte Besitztümer mit großer Sorgfalt, muss aber enttäuscht feststellen, dass sich nichts Wertvolles darunter befindet. Das heißt, da ist auf jeden Fall was. Ich stehe mittendrin. Tja. Was ist das hier? Genau dieselbe Sache. Da ist eine Kiste. Also auch nichts. Ja, wahrscheinlich ist hier im Lagerkeller nichts wirklich Brauchbares. Da steht ein Fass. Da ist was drin. In diesem Fass befinden sich einige Fackeln. Ja, ich glaube nicht, dass wir Fackeln brauchen. Ich meine, ich kann ja Licht machen. Ich lasse sie mal da drin. Ich hoffe wirklich, dass wir keine Fackeln für irgendwas brauchen. Also auf den ersten Blick scheint hier nichts Verdächtiges zu sein. Wie sieht es denn auf der Karte aus? Wo sind wir denn? Ah, ich komme da auf was zu. Hier ums Eck. Was ist das? Unter einer Staubschicht schon fast verschwunden liegt hier ein Stück Bernstein. Njem, njem. Hat Nelvin jetzt einfach vom Inventar keinen Platz mehr oder vom Gewicht? Ah, vom Gewicht. Nelvin trägt zu viel. Wir haben Bernstein, juhu. Sonst noch was? Ist da eine Tür? Weil dieses Wandstück sieht irgendwie so anders aus. Aber es muss nichts heißen, ne? Ist da geradeaus noch irgendwas? Was ist da? Was ist das? Eine Eieruhr. Mit großer Sorgfalt muss aber enttäuscht werden, dass sich nichts Wertvolles dahinter befindet. Ich glaube, ich habe doch diesen Zeitstopper, aber ich glaube nicht, dass er an dieser Eieruhr was bewirkt. Nee. Wir mussten ja mal Eieruhren kaputt schlagen. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern. Das ist schon eine ganze Weile her. Hey, von da oben bin ich gekommen, oder? Na, gehen wir die Geschichte mal weiter ab. Da hinten? Auch nichts Brauchbares. Da
ist auch nichts Brauchbares. Da ist noch ein Topf. Nix. Unter der Decke hängt noch was. Okay. Was ist das grüne Gestrüpp hier? Nichts Spezielles anscheinend. Oh, da ist eine Tür. Na, hier gibt es anscheinend nichts wirklich weiter Brauchbares. Ja. Will ich durch die Tür schon gehen oder will ich erstmal den Raum weiter erkunden? Wahrscheinlich das... warte mal, das ist aber die Tür, durch die ich reingekommen bin, oder? Naja. Okay, da bin ich hergekommen. Hä? Wie geht's denn dann weiter? Nutzlos und so weiter. Gute Frage. Und da vorne waren die Fackeln. Ne? Ist noch irgendwas genau in der Mitte der Karte? Gibt es da irgendwie ein Loch rauf oder runter, wo ich mit einem Seil irgendwo lang muss oder so? Das wäre ja nicht auszuschließen. Süden. Ja, so Geheimwände würde er mir ja anzeigen, denke ich. Wenn hier was Geheimes wäre, dann müsste ich es ja eigentlich zu sehen kriegen, oder? Gute Frage. Habe ich irgendwo was Interessantes übersehen? Also wenn das hier nicht irgendwas Spezielles ist, dann weiß ich es aber auch nicht. Nee. Muss ich hier vielleicht ein Seil benutzen? Hatten wir noch ein Seil? Man kann ja an nichts hochklettern. Was ist denn das für eine Scheiße? Jetzt ist das Seil weg? Das glaube ich ja jetzt nicht. Ich habe das Seil trotzdem benutzt. Was ist denn das für eine Scheiße? Ja, toll. Wenn ich jetzt noch ein Seil brauche irgendwo, weil das weg ist. Ich habe noch diesen Spruch Levitation, ne? Na, das ist doch ätzend. Der kostet 10 Spruchlernpunkte. Ich kann doch nicht einfach... Mit dem Seil kann man also offensichtlich nur irgendwo hochklettern, aber nicht runter. Ist denn hier irgendwas unter der Decke, was ich übersehen haben könnte? Es muss hier irgendwo weitergehen, da bin ich sicher. Aber wie? Was übersehe ich hier? Moment mal. Das sind die Fackeln. Und auf der anderen Seite habe ich gerade gesehen, war noch was.
Also einmal scharf hier ums Eck. Da ist noch was. Ah, 5 Seile. Ja, die nehmen wir alle mit. Das speichern wir diesmal ab. Ich bin sicher, dass wir die hier irgendwo brauchen, sonst würden die hier nicht rumliegen, glaube ich. Wir sollten uns die Decke genau angucken, glaube ich. Oder hier kann man sich da mit der Spitzhacke durchhacken. Da! Als die Spitzhacke diesen Teil der Wand trifft, dringt sie verblüffend leicht ein. Eine nähere Untersuchung zeigt, dass die Steine von einer Art klebrigen Speichel zusammengehalten wurden. Interessanterweise haben wir das gar nicht angezeigt gekriegt. Wo bin ich? Hier gibt es erstmal keine Feinde. Anscheinend. Also, man muss wirklich hier auf die Wandstrukturen achten und wenn da irgendwo eine etwas größere schwarze Fläche ist, dann muss man sich da durchhacken. Offensichtlich. Okay, das macht es jetzt nicht wirklich einfacher, glaube ich. Moment mal, ich stehe da auf irgendwas. Geht's da nach oben? Hä? Ja, sehen tue ich nichts. Ich sehe nur, dass da laut Karte was sein soll. Muss ich hier etwa auch noch mal die Spitzhacke bemühen? Ich glaub's ehrlich gesagt nicht. Oder muss ich hier schaufeln? Nein? Auch nicht. Das bewirkt hier alles nichts. Was soll denn hier sein? Hier ist zumindest was gekennzeichnet. Aber der Boden zeigt auch nichts. Na gut, gehen wir erstmal weiter. Das ist ja verrückt. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Warum ist da ein Symbol für ein Ausgang sozusagen? Ausgang, ja. Aber wie komme ich da hin? Ist vielleicht irgendwo noch ein Schalter oder was versteckt? Habe ich hier was übersehen? Muss ich vielleicht irgendwo noch einen Schalter frei hacken? Aber hier ist ja auch nicht wirklich was zu sehen. Nö. Oder gibt es hier entlang der Wand noch irgendwas Verdächtiges? Ich glaub's ehrlich gesagt nicht. Tja, gleich haben wir hier alles abgesucht, aber halt mal, stopp. Ich dachte gerade, ich hätte da was gesehen. Da. Da scheint was zu sein. Halt, stopp. Bewirkt hier nichts.
Ich hätte schwören können, weil es sieht so danach aus. Nee. Wo stehe ich denn überhaupt? Ja, das wäre sowieso reichlich sinnlos. Warte mal, ist hier vielleicht in diesen Ecken irgendwas versteckt? Nichts Verdächtiges. Ich kann sonst einfach noch mal in die Ecke gehen. Doch, das könnte hier ein Loch über mir sein. Es ist nur kaum zu. Ja, es ist nur kaum zu erkennen. Oh. Ja, das siehst du ja wirklich kaum. Jetzt pass auf. Wir benutzen ein Seil. Tatsache. Okay, jetzt weiß ich, warum wir Licht brauchen. Nein, ich glaube, ich bin. Oh, ich bin das Ding wieder runtergefallen. Nochmal laden. Das heißt, wenn man da oben ist, macht man automatisch noch einen Schritt nach vorne, scheint's. So, wir benutzen nochmal ein Seil. Jetzt wissen wir auch, wofür die Fackeln da sind. Ach, Egil hätte sogar noch welche. Fahr mal hoch. Dann kann Egil auch direkt eine von den Fackeln brauchen. Dann sehen wir schon mehr. Das Tornag-Ei tut seine Wirkung. Die Bestien bleiben auf Distanz. Aha, ich habe das richtige Ei gekauft. Jawohl. Okay, was sagt die Karte denn? Da, könnte ich die denn theoretisch angreifen? Wo sind die denn? Da. Das speichern wir mal ab. Ich will es nur mal ausprobieren. Ob wir die wirklich angreifen könnten? Ah, ich kann mich an die erinnern, jetzt wo ich die sehe. Komm, wir probieren es mal. Ich kann die gar nicht angreifen. Ah, wie cool. Die tun mir gar nichts. Ich kann nicht angreifen. Gut, dann sind wir ja sicher hier. Gut, möglicherweise entgehen uns auch eine Menge Erfahrungspunkte dadurch. Aber die lassen mich in Ruhe. Selbst wenn ich da versuche reinzulaufen, geht nicht. Vielleicht ist das auch gut so. Ich muss mal aufpassen, dass ich nicht in dieses dumme Loch reinfalle. Wo war's denn? Ah, da hinten. Ja, wenn das so ist und uns die in Ruhe lassen, dann frage ich mich, ob die uns in der nächsten Etage unten auch in Ruhe lassen. Gibt's da links noch was? Ich glaube, da war nur das Loch, durch das ich gekommen bin, oder? Ja, da wollen wir natürlich nicht wieder reinfallen. Was ist das da? Einfach nur ein Felsen. Ja, gut. Also die lassen uns in Ruhe. Wo bin ich jetzt hier? Falsche Ecke. Also einmal hier rum. Das ist ja witzig. Ich glaube sogar, dass ich damals das Ei nicht hatte. Sieht so ein bisschen danach aus, als ob... als ob wir hier wieder irgendwo ein Loch graben müssen. Ja.
Probieren wir es. Ist hier irgendwo was, wo man sich durchhacken muss? Nee, nicht da. Okay. Wahrscheinlich ist hier irgendwo eine Stelle, wo man sich durchhacken muss. Oder wo es noch ein Loch in der Decke gibt. Warte mal, was ist denn hier? Da, das könnte was sein. Na, hier scheint wieder ein Gang verschlossen worden zu sein. Die Spitzhacke räumt das Material zur Seite. Gut, hier sind wir korrekt. Und da sind noch mehr von den Viechern. Was sagt denn die Karte hier in der Stelle? Erstmal noch nichts weiter. Aber die sollten mir jetzt ja eigentlich nichts tun. Nein. Da sieht schon wieder so aus, als ob das eine Stelle wäre, wo man sich durchhacken könnte. Wir probieren's. Ja, hier bin ich richtig. Richtig. Keine Ahnung, wie man hier muss. Wir werden sehen. Da scheint wieder ein Loch zu sein. Ja, ich krieg einen Blick für das. Oh, was ist das Fettes? Speichern wir mal ab. Die Frage ist nämlich, greift mich wirklich keiner von denen an? Ich will auf Nummer sicher gehen. Tatsächlich. Dieses Riesenvieh lässt mich auch in Ruhe. Keine Ahnung, was das für ein Teil wäre, aber wir müssen nicht dagegen kämpfen. Mhm. Ja, sie sind hier überall. Ah, da gibt's ein Loch im Boden. Ich weiß nicht, ob ich da schon reingehen sollte. Das hebe ich mir noch auf. Gehen wir mal gucken, was es hier sonst eventuell noch gibt. Nicht, dass ich hier noch irgendwas Brauchbares übersehe. Irgendeine Truhe oder sowas. Man weiß es ja nicht. Ich kann mich ja an nichts mehr erinnern. Das ist ja schon über 20 Jahre her. Jedenfalls, die lassen mich schön in Ruhe. Kann man höchstens noch gucken, ist da an denen vorbei noch was? Lalala, 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 lalala. Sieht jetzt nicht wirklich danach aus. Naja, die Wand sieht mir jetzt nicht so aus, als ob die durchschlagen werden. Ah, warte mal, was ist da denn? Ist das was oder nicht? Da ist noch was. Ah. Kuckuck, da geht's noch runter. Mal sehen, was wir hier noch sehen. Na, 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 die Neugierde treibt mich voran. Und ich glaube, hier würden normalerweise ziemlich fiese Kämpfe auf uns warten. Und ich habe also tatsächlich das richtige Ei gekauft, denn im Gepäck hieß ja nicht, dass es ein Tornack-Ei ist. Aber ich habe es einfach da mitgenommen, ne? Aus, was war das, Dorgrestin? Oh, die Fackel geht langsam aus. Scheint es jetzt auch nicht mehr so viel noch zu geben, ha? Ja, ich würde das sagen, wir können uns einfach durch das Loch fallen lassen. Das speichern wir aber gleich mal. Oder hier unten ist noch was in dem Bereich. Also so Richtung Süd. Ja, Südwest. Ich brauche neues Licht. Genau, könnte da eventuell irgendwo noch was sein. Nö, scheint jetzt auch nicht so. Ja, dann würde ich sagen, wir lassen uns gleich mal durch das Loch nach unten.
Ich hoffe, ich tue das Richtige. Ja, das ist die Frage. Interessant, dass wir hier kampflos durchkommen. Wenn da nichts weiter ist, dann... ich werfe jetzt trotzdem mal einen ganz schnellen Blick auf die Karte, um zu gucken, ob ich nichts übersehen. Und ansonsten lasse ich mich mal durch das Loch fallen. Das sieht noch ganz anders aus hier. Das ist nicht die Karte. Ja, egal. Gut. Dann gehen wir einfach weiter. Hier habe ich keine weiteren Hinweise. Wir müssen hier also von selber durch. Gut. Warte mal, ich muss dann Richtung hier wieder irgendwie, ne? Da, wo dieses dicke Vieh stand. Ja, ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Wenn nicht noch irgendwas hier versteckt ist, dann halten wir uns jetzt Richtung Süden. Speichern das ab und hoffen, dass wir hier nicht zu viel Fallschaden kriegen. Okay. Auf die Plätze, fertig. Ah. Euren Augen bietet sich ein schier unglaublicher Anblick. Ferens Tochter sitzt dort, umgeben von einer großen Zahl Tornax, die sich wie Schoßhündchen gebärden. Sie spielt selig mit ihnen, schmutzig und ein wenig abgemagert, aber offenbar sehr zufrieden. Euch kommt nur eine Erklärung in den Sinn. Sie muss über eine angeborene Fähigkeit verfügen, Tiere zu beeinflussen. Na dann. Umgeben von den Tornax nähert ihr euch Ferens Tochter. Es ist nicht zu fassen. Sie will nicht mit euch nach Hause kommen. Sie erzählt munter von ihren neuen Spielkameraden und wie viel Spaß sie mit ihnen hat. Als Tomeiniac nach ihrer Hand greifen will, fangen die Tornax bedrohlich zu knurren an. Mit feuchten Händen wollt ihr die Waffen zücken. Da beginnt Tomeiniac, dem Kind von seinen Eltern und von einem guten Essen von Mutti zu erzählen. Die Worte verfehlen ihre Wirkung nicht. Die Kleine beschwert sich lauthals über das komische Essen, das ihr ihre Freunde gebracht haben, und erklärt entschlossen, es wolle sofort nach Hause. Die Tornax beruhigen sich so schnell, als wären sie abgeschaltet worden. Auch auf eurem Rückweg werdet ihr nicht angegriffen. Schließlich betretet ihr wieder Ferins Haus. Kaum tretet ihr aus der Kellertür, kommen euch Ferin und seine Frau entgegengestürmt. Die Freude der Eltern ist unbeschreiblich. Minutenlang liegen sich alle drei in den Armen. Ihr erzählt, was vorgefallen ist, dass die Tornax ihre Gänge manchmal wieder verschließen und welchen unheimlichen Einfluss das Kind auf die Bestien ausgeübt hat. Das glückliche Elternpaar bedankt sich überschwänglich und Ferin winkt Tomeiniac zu sich heran. Hoffentlich geht hier die Quest weiter. Ihr habt uns den glücklichsten Zwergen auf dem Mond gemacht, Freunde. Welch eine unglaubliche Geschichte, welch seltsame Fähigkeiten schlummern in meiner Tochter. Doch lasst mich euch etwas Handfesteres als unseren Dank mit auf den Weg geben. Er holt eine kunstvoll gearbeitete Armbrust hervor. Sie ist aus dunklem Holz und einem seltsamen Metall gefertigt, das in allen Farben schillert. Dieses kleine Schätzchen habe ich vor kurzem aus den edelsten Hölzern und dem letzten Rest Lumidra gefertigt. Dieses Metall wurde von einem berühmten Urahn meiner Familie mit Hilfe von Magie erzeugt. Die Armbrust ist leicht von jedem zu handhaben und das Beste ist, sie benötigt keine Bolzen. Mit diesen Worten übergibt er Tomeiniac die Waffe. Sie ist überraschend leicht und liegt wunderbar in der Hand. Oh, das klingt ja geil. Ja, irgendeiner muss sie jetzt mitnehmen. So. Die Frage ist nur, wie bringt mich das weiter? Lebt wohl, ihr seid immer willkommen in meinem Haus. Jetzt weiß ich aber nicht, was ich weitermachen soll. Muss ich etwa nochmal da runter? Ich muss mir gleich doch nochmal die Quest-Dings hier angucken. Das ist ja irgendwie... Warte mal, was steht denn hier?
Bin ich denn hier irgendwie falsch? Mine, Mine Ebene 2. Wie komme ich denn da jetzt hin? Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, das werde ich mal in Ruhe recherchieren. Vorher gucken wir noch mal eben, was die Armbrust kann. Upsala. Was macht die denn für einen Schaden? Und die kann wirklich jeder nutzen. Not schlecht. Und die wiegt nur 3 Gramm. Das ist natürlich der Hammer. Da kann ich dann demnächst hier so ein paar andere Sachen für wegtun, ne? Geilst. Ja, gut. Weil ich weiß nicht, ob man noch irgendwie anders hier gehen muss oder kann, ob ich da irgendwas übersehen habe. Da muss ich mich mal schlau machen. Ja, würde ich doch sagen, für heute soll es das mal gewesen sein, also fürs Erste. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Ich hatte auf jeden Fall Spaß beim Erkunden des Kellers, beim Befreien der Tochter. Und vielleicht kriege ich hier noch irgendwo weitere Hinweise, weil ich habe das Gefühl, die Lösung da ist irgendwas lückenhaft. Und ich brauche noch eine Positionsangabe, dass ich weiß, wo ich als nächstes suchen muss. Ja, bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Ciao, bis zur nächsten Ausgabe. Macht's gut, ihr Lieben. Euer Tomaniac.